Oberwil vor über 100 Jahren. Ein kleines Bauerndorf im unteren Baselbiet. Doch hier entstehen große Ideen. Stefan Gschwind, Genossenschaftspionier, Unternehmer, Politiker, Wohltäter. Der Oberwiler ist im 19. Jahrhundert eine der treibenden und führenden Kräfte im jungen Kanton Basel-Land. Andreas Herbster und Rudi Gschwind. Sie sind die Urenkel jenes weitsichtigen Mannes, der sich mit seiner ganzen Kraft für die Allgemeinheit einsetzte. In seinen Erinnerungen schrieb Gschwind kurz vor seinem Tod: In den 90er Jahren, wo für jeden spekulativen Kopf das Geld auf der Straße lag, wäre es mir ein leichtes gewesen, mich zu einem Millionär emporzuarbeiten. Das aber wollte ich nicht. Meine Arbeit empfand ich nicht als vollwertig, wenn sie für mich alleine getan wurde. Er hat hier als Unternehmer gewirkt, Arbeitsplätze geschaffen und hat in der Gemeinde, wo er halt gewohnt hat und auch politisch tätig war, hat er seine Wege vollbracht. Und da hat Verschiedenes dazugehört, Krankenpflege, Sparkassen, was auch immer, das es gebraucht hat. Das Kulturelle, das ja so gut wie nicht existent war. Man muss das schon klar sehen, das ist schön und natürlich wirklich armselig gewesen, das Leimertal. Das hat überhaupt nichts mit heute noch irgendeinen erfrischenden Vergleich möglich. In dieser Liegenschaft gründete Gschwind 1893 die Produktions- und Konsumgenossenschaft Oberwil. Bereits zwei Jahre später wurde sie zur Bers Action Produktions- und Konsumgenossenschaft erweitert. Der Reingewinn des Unternehmens sollte den Genossenschaftsmitgliedern zukommen. Es ist noch angeschrieben, man kann es noch lesen. Und dann hat es hier natürlich einen Verkaufsladen gehabt und gleichzeitig war das Zentralmagazin. Also ganz bescheiden, wo man halt Ware gebracht hat und wieder gekommen hat. Hier, wo die Rampe heute ist, hat es vorher eine Anlieferungsrampe gehabt. Das Milchhäuschen. Für Molkerei, für Ware. Aus Gschwinds Vision ist das größte Detailhandelsunternehmen der Schweiz entstanden. Die Coop-Gruppe mit einem Jahresumsatz von knapp 28 Milliarden Franken. Bis heute ist der Konzern genossenschaftlich organisiert. Es ist jene Rechtsform, die Gschwind als ideal betrachtete. Weil es eine Form ist von der Selbstorganisation. Also er war misstrauisch Geschäftsleuten und Spekulanten gegenüber, obwohl er selber als Unternehmer Haufen konnte machen und auch zu Reichtum gekommen ist. Er hat einfach mit diesem Reichtum dann etwas gemacht und hat die Leute organisiert. Auch die Genossenschaft Elektra Berseck Münchenstein geht auf die Initiative von Stefan Gschwind zurück. Dasselbe gilt für den Bau der Bersigtalbahn im Jahre 1887. Die Gründungsurkunde befindet sich wohlbehalten im Besitz des Baselbieter Staatsarchivs. Oberhalb von Oberwil wusste der kluge Geschäftsmann, die Lösslehmvorkommen zu nutzen. 1894 gründete er auf dem heute noch erhaltenen Areal einen mechanisierten Ziegeleibetrieb. Das ist dann über Jahrzehnte der größte, neben der Bersigtalbahn, der größte Arbeitgeber gewesen, hier in der Gemeinde. Ich meine, in den 50er Jahren waren das über 90 Leute, die hier geschafft haben. Stefan Gschwind war ein Linker, aber kein Revolutionär. Er zählt zu den Mitbegründern des Bauern- und Arbeiterbundes, der 1892 entstand. Für das Baselbiet saß der Oberwiler im Landrat und im Nationalrat. Seine Nachfahren gewichten das politische Engagement höher als die unternehmerischen Leistungen. Ich glaube, als Unternehmer hat er nie, also als reiner Unternehmer, wo es eigentlich nur darum geht, ich will Geld machen, würde man kaum mal mehr darüber reden. Sonst sind die politischen Aktivitäten gesehen, die eigentlich ihn bekannt gemacht haben. Als Förderer des Genossenschaftswesens erlangte Stefan Gschwind internationales Ansehen. Er starb 1904 im Alter von 50 Jahren.
Seiner Beerdigung wohnten Hunderte von Menschen bei.